So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook. Hier spricht euer spiritueller Anarchist. Ich melde wieder zurück mit einer abermals erfreulichen Nachricht. Ich habe jetzt die zweite bewusst eingeleitete Astralreise gepackt. Ja. Ich habe schon eine, wie gesagt, unbewusst ausgelöste gehabt. Die war mit, also aufgrund Herz-Kreislauf-Probleme. Dann habe ich schon luzide Träume geschafft, habe ja auch Videos gemacht, dann einen luziden Traum, wo ich gedacht habe, es wäre eine Astralreise, sich aber doch eher als luzider Traum herausgestellt hat, weil es das Setting nicht passt hat. Ja. Und dann habe ich vor ein paar Tagen meine erste bewusst eingeleitete Astralreise geschafft. Ja. Und jetzt eben die zweite bewusst eingeleitete Astralreise, also heute ist der 11.04. Ich habe, also wie gesagt, ich habe meine Haare habe ich jetzt bloß gemacht, ich habe noch gar nicht gefrühstückt, nichts. Nur die Haare, damit ich halt vor der Kamera gut aussehe. Und ja, und dann dachte ich, mache jetzt gleich mal spontan das Video und erzähle euch, wie das war. Also, ich habe wieder die übliche Technik, also ich habe wieder die Technik vom letzten Mal angewandt, also ich habe. Bevor im Schlafen gehen habe ich Frequenzen angehört, auch das Priming von Marco Hümer, die Priming-Frequenz. Und habe dann noch meditiert noch am Abend und bin dann Bett, habe mich schlafen gelegt. Ja, um 0:46 Uhr bin ich dann aufgewacht. Ich habe also nicht den Wecker gestellt, ja, sondern bin einfach so spontan aufgewacht. Dann bin ich auf die Toilette gegangen. Und habe dann versucht, ja, also ich bin halt aufgewacht, weil ich auf Toilette musste. Auf jeden Fall, da habe ich mich nochmal hingelegt und habe gedacht, okay, ich probiere jetzt mal zum Schlafen. Ich war ziemlich müde und habe mir gleichzeitig immer wieder vorgestellt, wie mein Körper verlässt. Also das habe ich immer wieder vorgestellt, habe auch wieder mit der Göttlichkeit Kontakt aufgenommen. Ich habe auch gesagt, oh Gott, steh mir bei, dass ich die Astralreise schaffe, sei bei mir. Und es hat aber lang gedauert, es hat also lang gedauert, bis mein Körper wieder eingeschlafen ist. Ja, das habe ich noch hin und her gewälzt, obwohl ich ziemlich müde war. Ja. Aber irgendwann plötzlich, ja, schwupp, war ich draußen. Also es war dann, ich habe mich dann immer mehr, also ich bin quasi raus aus meinem Körper, rausgeschwebt und bin dann immer weiter weg von meinem Körper. Ja, ich war seitlich gelegen, nur mal das zur Info. Also es ist nicht notwendig, dass du auf dem Rücken liegst, um eine Astralreise zu schaffen. Das ist dann vielleicht besser, aber ich war seitlich, bin seitlich dann raus aus meinem Körper. Habe mich von meinem Körper dann entfernt, ja, aus gutem Grunde, wie gesagt, weil ich ja immer Angst habe, dass es mich wieder in meinen Körper reinzieht. Und bin dann direkt gleich aus dem Fenster wieder rausgeflogen. Und da war dann bei mir so, und ich habe mich auch geprimed in der Sache, dass ich gesagt, ich lerne jetzt erstmal die Fortbewegung. Weil ich habe ja schon bei einem anderen Video gesagt, das Problem, was ich gehabt habe, war ja immer die Fortbewegung. Ja, also ich kam so schwerfällig vorwärts in der Strahlwelt. Das war irgendwie ganz komisch. Ich habe dann auch so Schwimmbewegungen gemacht, weil es ist irgendwie, die Astralwelt hat ein bisschen was von unter Wasser. Also so Feeling ist irgendwie, dass du quasi, stellt euch die Welt vor, wie wenn sie unter Wasser wäre. Und ihr schwimmt dann quasi da drin. So ist es ungefähr, der astralen Ebene. Und ich habe mir da aber geprimed, ich habe mir vorgestellt, ich habe mir dann so Superman-Filme angeschaut, wie der Superman so ganz schnell durch die Luft fliegt, habe mir das gemerkt, ja, abgespeichert und habe gedacht, okay. Wenn ich jetzt wieder eine Astralreise habe, dann lerne ich erstmal die Fortbewegung. Also das war jetzt echt vernünftig von mir, dass ich erstmal geguckt habe, dass die Fortbewegung stimmt, dass ich also sehr schnell nach vorwärts komme. Und das hat auch funktioniert. Also wie gesagt, alles funktioniert immer mit Visualisierung. Also ich habe mir vorgestellt, ich bin Superman und zack, wumm, bin ich auch richtig schnell durch die Gegend gesaust. Das hat mir auch richtig auch Spaß gemacht. Ich konnte mir einen Punkt vorstellen und zack, dann 0,nix war ich dort. Und bin dann durch die Ortschaften geflogen. Also ich war dann mit Sicherheit schon aus meiner Heimatortschaft, mit Sicherheit schon weit entfernt. Also ich war dann an andere Orte, weil das einfach so faszinierend ist, das Fliegen. Es war dann so geil, da durch die Gegend zum Fliegen und dann so in der Dunkelheit. Das war dann echt super. Und dann habe ich aber was gemacht. Dann habe ich einen Fehler gemacht. Ja, das war im Nachhinein nicht gut. Ich war dann in einer Ortschaft. Und wo ich dann so drüber geflogen bin, bin ich an so einem Strommarsch vorbeigekommen. Ich bin dann wieder langsamer geworden, habe mich das Ganze ein bisschen wieder angeguckt und so, und dann bin ich an einem Strommarsch vorbeigeflogen. So, es gibt ja die hohen und dann gibt es so niedrige Strommaschen und so. Das war so ein niedriger, der dann irgendwie so Leitungen da quasi da durch die Stadt da quasi da verteilt hat. Also so, oh, ich weiß gar nicht, ich bin ja auch ewig weit geflogen, vielleicht war es nicht mal Deutschland, ich kann keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen, auf jeden Fall. Ich bin ja schon ewig weiter durch die Gegend geflogen und wo das genau war,
Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall war das so ein Strommast. Und dann kam mir das vom Jonathan Dielas, der gesagt hat, man kann also mit seinem Astralkörper auf den Strom Einfluss, also quasi mit Hilfe vom Strom auf die physische Welt Einfluss nehmen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das probiere ich jetzt mal aus. Ja. Dann habe ich Folgendes gemacht, dann bin ich quasi mit meiner Hand in die Stromleitung rein und habe die Strom unterbrochen. Und dann war es krass. Und dann auf einmal bei mehreren Häusern in der Straße ist plötzlich der Strom weg gewesen. Und die Leute schon so geschrien, die Leute schon geschimpft, Stromausfall, hat man schon überall gehört, gell? Und ich dachte, oh Scheiße, was hat die jetzt da gemacht, gell? Oh. Hat die den Strom lahmgelegt. Ich dachte, ui, ui, ui. Und dann habe ich ja gesehen, dass das klappt hat. Und ich dachte, oh, okay, tut den Leuten ja nicht gut, wenn sie keinen Strom haben. Ich gucke, dass ich den Strom wieder hinkriege. Dann bin ich wieder hingegangen in die Stromleitung, habe reingelangt in die Stromleitung, habe mich darauf konzentriert, dass der Stromfluss wieder, ich habe ja quasi unterbrochen, quasi so mit meiner Gedankenkraft irgendwie. Auf jeden Fall habe ich dann nochmal richtig rein, richtig, bin dann richtig rein in die Stromleitung mit meinen Händen so quasi und habe mir vorgestellt, okay, jetzt der Strom soll jetzt wieder funktionieren, dass die Leute den Strom haben. Auf einmal macht es so, oh, Scheiße! Und dann ging es auf einmal, dann ging mal kurz der Strom wieder bei den Leuten an und dann auf einmal war er wieder weg. Leute so, oh Scheiße, ihr habt dort jetzt einfach, ihr habt dort jetzt den Strommast geliefert. Also, das war dann schon mein erster Gedanke. Und ich dann, oh fuck, ja, ich wollte da nichts kaputt machen. Und da habe ich schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Dann habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt, konzentrieren wir jetzt nochmal, gehe da nochmal rein, bin beide hängen, bin ich in den Stromkabel rein und habe konzentriert, Strom fließe, habe mir vorgestellt und so. Und da ging ewig lang kein Strom und dann ging der Strom plötzlich wieder, gell? Und dann ging wieder aus und ich dann wieder konzentriert, dass der Strom wieder ging. Nein, ich denke, oh Scheiße, was mache ich jetzt? Nein, no. Das war keine Absicht, also es war einfach nur ein Test. Und dann ich dachte, okay, jetzt, na, wo der Strom dann wieder gegangen ist, habe gedacht, komm, verpiss dich lieber von dem Ort. Also es war mir dann irgendwie unheimlich, nicht, dass die noch einen Geist gehe oder was. Oder sonst wie, oder irgendwie Konsequenzen kriege, ich habe irgendwie da Unglücksgefühl gehabt. Aber auf jeden Fall, dann ist der Strom wieder funktioniert, dann dachte komm, ich ziehe mal lieber weiter, sicher, sicher. Aber irgendwie war es faszinierend zu sehen, dass ich tatsächlich mit meinem Astralkörper trotzdem noch auf die physische Welt Einfluss nehmen kann, was mir natürlich wieder neugierig gemacht hat. Dann habe ich gedacht, wow, das ist ja krass. Und da bin ich, als ich dann so eine Weile durch die Gegend geflogen bin, dann sehe ich plötzlich an so einem irgendwo unter freier Natur, so auf so einem Hügel, sind zwei Jugendliche, oder junge Männer waren das, am Lagerfeuer. Und da habe ich mir gedacht, hey, komm, da spucke ich da mal ein bisschen rum. Mal gucken, ob ich auch so Einfluss nehmen kann auf die physische Welt durch Konzentration, ja, dass ich denen mal den Becher umkippe oder mal ein bisschen die Blätter rascheln lasse, dass ich die ein bisschen so Angst mache, also so ein bisschen rumspuken wollte ich dann. Hätte ich lieber nicht gemacht. Der Gedanke war schon, also. Auf jeden Fall, ich hab mir gedacht, das sind bestimmt so strenge Rationalisten, so ganz strenge Atheisten oder was, die nicht an höhere Mächte glauben. Dann denke ich, wollte ich denen nicht zeigen, jetzt mal, dass es höhere Mächte gibt und wollte mal bei denen ein bisschen spuken. Ja. Die eh vielleicht schon so Lagergeschichten da erzählen, Lagerfeuergeschichten, so gruselige, aber da komm, da spuke ich jetzt mal ein bisschen. Und da bin ich hingeflogen mit meinem Astralkörper und dann auf einmal haben die mich gesehen. Scheiße, auf einmal gucken die mich an. Na, sehen die mich so und so? Na, da war ich schon verschrocken. Das sind es, oh, da dachte, das sind es doch Astralreisende, also doch keine Leute im physischen Körper, sondern im astralen Körper. Fuck, wie kann das sein? Ja. Und ich habe dann aber nicht geguckt, ob ihre Körper irgendwo vielleicht im Boden gelegen sind und im Schlafsack vielleicht hätte ich sein können. Also, dass irgendwo im Zelt und dass da noch ein Zelt stand, aber ich war so schockiert, ich wollte dann bloß weg. Weil der eine sagt dann zum anderen, komm, den schnappen wir uns. Und ich so, oh, Scheiße! Ja. Und ich bin dann schnell weg, ich bin an meinem Körper dann wieder weggeflogen und so. Und dann sind die zwei Typen mir hinterher. Dann denke ich, wow, fuck, was mache ich jetzt? Gell? Und ich fliege so, und die haben auch die gleiche Geschwindigkeit drauf gehabt. Also quasi, ich bin so schnell geflogen wie Superman in dem Film, in den Filmen und sie auch. Ja. Und ich geflogen und dachte, bloß weg, wer weiß, was die mit mir vorgehabt haben. Und auf jeden Fall, dann war es so, dann habe ich mir gedacht, okay, ich stelle mir einfach vor, ich gehe jetzt ins Mittelalter. Haben wir vorgestellt, ja, der Ort jetzt, Jahre 1300, aber das hat dann nicht richtig geklappt. Das hat dann auch, zumindest hat es, ich hätte vielleicht warten müssen, glaube ich, keine Ahnung.
Aber auf jeden Fall haben die zwei Typen mit den eingeholt. Denkt, oh Scheiße, aber gut, sie konnten mir nichts machen, ich war immer mal Strahlkörper. Und dann haben sie gesagt, ja, also mir gedanklich, also es geht alles über Gedankenkraft, da wird nicht geredet, so wie man es jetzt so hört mit Worte, sondern da wird einfach gedanklich, hat ja die Welt, Hund, du Hundling, du, wir haben schon gewusst, was du vorgehabt hast, mein Freund. Und Ina so, ja, Entschuldigung, es tut mir leid, kommt nie mehr vor, mache nie mehr und so. Aber dann bin ich plötzlich aufgewacht, bin plötzlich war, also war ruckzuck wieder mit dem Körper, bin aufgewacht, ja, und die Astralreise war beendet. Ich musste dann auch nochmal auf Toilette, vielleicht war das der Grund. Oder die zwei haben mir quasi die Astralreise beendet. Also was war meine Lektion daraus? Meine Lektion, wirklich Leute, was ich daraus gelernt habe, bei den Astralreisen, macht da bitte keinen Schabernack, macht da bitte keinen Scheiß. Und vor allem Grundregel Nummer eins bei der Astralreise, nimmt niemals Einfluss auf die physische Welt. Ja. Das ist mir klar gemacht worden, dass die Leute das nicht wollen. Ja, ihr müsst euch mal vorstellen, wie das für euch ist, wenn da plötzlich ein Geist kommt und bei euch spuckt. Wenn so das macht schon mal, wenn das mal, wenn man das bei einer alten Frau macht, der spuckt rum, die kriegt einen Herzinfarkt und ist tot. Dann seid ihr schuld, dann habt ihr Schuld auf euch geladen. Ja. Also ich hoffe, dass mit dem Stromast auch nichts war. Also, ich meine, kurz bevor ich noch gegangen bin, mal ist an den Strom gegangen. Ich denke, dass das auch mit dem zu tun gehabt hat. Also das war natürlich auch scheiße, ja. Wenn in der Zeitung stand, der ja, Astralreisen zerstört Strommast. Nee, also. Auf keinen Fall, das hat sich in mein Gedächtnis einprägt. Auf keinen Fall mache ich das wieder. Also, dieses Experiment, ich wollte es eigentlich, ich wollte ja, das war ja für mich nur ein Experiment, aber da sieht man, wo das hinführen kann. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, die zwei, was waren das für zwei Typen, genau? Was waren das für zwei Typen? Entweder, also. Die einzige logische Erklärung, was ich habe, dass das so astrale Wächter sind. Also so wie beim letzten Traum. Also anscheinend gibt es Tatsachen in der Astralwelt, so Aufpasser, die wirklich gucken, dass da auch alles so seine geregelte Bahn geht. Also so Art wie Polizei, nur dass die halt nicht einspannen. Aber was halt wirklich passieren kann, dass du halt nicht mehr reinkommst in die astrale Welt. Dass du das nicht mehr schaffst, dass die dafür sorgen, dass sie sagen, der Typ, der baut so viel Scheiße, den wollen wir da nicht mehr haben. Ja, das ist es. Also, wie gesagt, deswegen Pfoten weg, hört auf. Lasst überhaupt den Gedanke, dass ihr da rumspuken wollt. Also schon der Gedanke, ich hatte die Tat ja nicht mal ausgeführt. Die haben nur meine Gedanken gelesen, die zwei Jungs. Ja. Die haben schon gewusst, was sie vorgehabt haben. Bevor sie überhaupt gemacht haben, wussten die schon, was sie vorgehabt haben. Und dann sind die mir hinterher. Ohne Scheiß, das war der Hammer. Ja. Und wie gesagt, und also auf jeden Fall. Astralreisen bitte nicht missbrauchen. Macht da keinen Schabernack. Also ich habe wirklich eins wirklich gelernt, dass selbst die kleinste böse Tat zahlt sich nicht aus. Selbst die kleinste, obwohl es auch nur so ein kleiner Streich war eigentlich, ja. Ist der gut, zahlt sich nicht aus, ja. Und so ist es eigentlich auch in der physischen Welt, aber in der Strahlwelt ist es halt eben anscheinend wahrscheinlich noch mal eine Stufe intensiver, ja, dass man da auf die Moral achten muss, dass man da wirklich schauen muss. Ja. Klar, irgendwo im Nachhinein, klar. Wenn ich jetzt mit dem Kumpel gemütlich am Lagerfeuer würde, jetzt wirklich wollen, dass da jemand rumspuckt, und der dann Schreck kriege, wenn der Abend von so, gut, da hat man zwar vielleicht eine klasse Geschichte zum Erzählen, aber es ist ja immer so, man macht ja was und fragt ja den anderen nicht um Erlaubnis. Ja. Man soll ja. Und das ist halt immer ein Problem, das ist halt immer so eine Sache. Ja, das war mein Erlebnis. Wie gesagt, also ich habe nochmal die Fortbewegung geübt, trainiert, das klappt jetzt wunderbar. Und meine Lehre war daraus, bloß nicht irgendwie versuchen, die physische Welt einzugreifen, lasst bloß die physische Welt in Ruhe, lasst sie ganz in Ruhe, ja. Macht da bloß nichts, ja. Weil sonst kann es sein, dass sie gespannt wird, ja. Das kann wirklich passieren, dass sie da gar nicht mehr Astral reisen können, weil die dann sagen, hey, nee, den wollen wir nicht, der macht nur Blödsinn. Ja. Das hat sich in mein Gedächtnis wirklich einbrannt, weil ich will ja weiter Astral reisen machen. Also das werde ich mit Sicherheit nie wieder tun. Ja, das war jetzt einfach mein Bericht von meiner zweiten bewusst eingeleiteten Astralreise, wie es abgelaufen ist. Als nächstes werde ich auf jeden Fall schauen, dass ich meinen Seelenführer Besuche auf der Ebene 27, das